Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin Nina und ich stelle euch heute wieder ein besonderes Spielzeug vor, nämlich dieses Picknick-Set von Heidi, hergestellt von Studio 100 und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Ich stelle den mal hin. So schaut er aus. Er ist aus Kunststoff und in einem knalligen Pink. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein und gucken, was so drin ist. Als erstes mache ich diese Banderole hier ab. Und öffne den Koffer. Hier ist sogar Klettverschluss dran. Ich glaube, das hatte ich noch bei keinem einzigen Spielzeug, dass der Klettverschluss dran war. Und hier haben wir schon unsere ersten Teile. 4 kleine Tassen. Hier ist Heidis Großvater drauf, bei dem sie ja dann später wohnt, nachdem ihre Eltern verstorben sind. Dann haben wir hier den Geißenpeter. Das ist ein Freund, den Heidi dann auf der Alm bei ihrem Großvater kennenlernt. Hier haben wir die kleine Heidi mit einem Blumenkranz im Haar. Und hier den Hund vom Großvater, namens Josef, glaube ich. Hier haben wir dann noch eine Kanne. Da ist Heidi drauf und der Geißenpeter mit seinen Ziegen. Die ist richtig schön bemalt, wie ich finde. Und besteht aus Metall, also aus Blech, würde ich sagen. Was haben wir noch? Hier haben wir dann noch kleine Untersetzer für die Tassen. Auch mit denselben Motiven. Einmal den Geißenpeter, Heidi, den Großvater und dem Hund Josef. Da kann man dann, wenn man möchte, die kleinen Tassen draufstellen. Und hier haben wir dann noch passende Teller dazu. Auch 4 Stück. Das war bestimmt sehr laut, Entschuldigung. Die Teller sind mir einfach so aus der Hand gerutscht. Hier wieder Heidi, der Großvater, der Geißenpeter und natürlich der Hund Josef. Diese Motive kennen wir ja jetzt schon. Und hier ganz unten haben wir noch kleine Löffelchen. 4 Stück an der Zahl mit einem pinken Griff. Und ich muss sagen, mir hat das Set richtig gut gefallen. Ich finde es richtig niedlich, auch dass wir passend zu den Tassen dann auch noch Untersetzer haben oder Untertassen haben und auch noch die passende Teekanne sowie kleine Tellerchen, also ein richtiges Service quasi. Hier haben wir jetzt das vollständige Picknick-Set von Heidi. Mir gefällt das Motiv vor allem auch sehr schön. Da sind so kleine Margeriten oder so kleine Blümchen drauf. Passend auf jeden Fall zu der Alm, auf der Heidi wohnt mit ihrem Großvater. Auch die Motive hier auf der Kanne oder auch diese kleinen Bilder von den Charakteren aus der Serie gefallen mir total gut. Der Picknickkoffer ist sowieso sehr schön gestaltet, finde ich. Und jetzt ist eigentlich auch alles bereit für eine kleine Teeparty. Habt ihr vielleicht so eine Teeparty mit euren Puppen auch schon mal gefeiert, wo dann wirklich jeder ein kleines Tässchen bekommt und dann alle gemütlich zusammenkommen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr solche kleinen Teepartys mit euren Spielzeugen oder auch euren Freunden und Freundinnen veranstaltet. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!